So, also jetzt sind wir angelangt beim Typen 4. Mit der Play-Along wieder zuspielen. 3, 4, zuerst langsam. Verschiebt sich jedes Mal, ne? Deswegen muss man die immer dreimal durchspielen. Jetzt die 16. 3, 4, letzte Hilfe jetzt noch fehlt, ist der Typ 5. Er beginnt mit dem zweiten Finger. 3, 4. Triolisch. 3, 4. Auch verschiedene Fingersätze übst, zum Beispiel bei den Fünfertypen speziell. Du, wenn du es in einer Lage spielen willst, dann machst du es immer mit 2, 4, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 4. Also über die 2, 4 Achse dann. Ne? Normalerweise konntest du aber auch mit dem 1, 3 das machen, das haben wir beim Typ 4 vorhin schon gemacht, beim Typ 3 besser gesagt, dass du hier mit 1 beginnst. Du musst aber hier spätestens den Übergang vom Lagenwechsel vorbereiten. Das heißt, machen wir mit. 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1. Aber dasselbe, 1. Jetzt also ein Vierer. 1er, ein Vierer, 1er. Einfach 1, 1, 3, 1, 3 und dann merken auch, ich muss ja darüber, weil dann die Spreizung zu groß wird. Das heißt also 1, 3, 1.